Deutschen haben Unmengen einer Waffe hergestellt, die unsere Invasionstruppen gefährdet. Diese Tesla-Spulen sind billige, schäbige Versionen jener, die du in Area 42 gesehen hast. Und du, mein impulsiver Freund, darfst jetzt alle Tesla-Spulen in der Stadt zerstören. Das hört sich doch schön an. Dann kümmern wir uns mal um diese Tesla-Spulen. Und damit auch schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Destroy All Humans, dem Remake. Interessant. Einige sind automatisiert, andere erfordern menschliche Bedienung. Was mache ich jetzt mit denen? Ganz einfach. Jede Einheit ist mit einer Steuerkonsole in der Nähe verbunden. Zerstöre sie alle, wie ist mir egal. Ich soll also die Tesla-Spulen und die Steuerkonsolen zerstören? Ja, sollen wir so, wie es aussieht. Gut, dann begeben wir uns jetzt einfach mal zu einem Ziel hin. Einmal mehr, Crypto, hast du den Kern meiner Aussage messerscharf und zur Gänze erfasst. Du musst diese Tesla-Spulen zu Fuß ausschalten, ansonsten stören sie die Funktion deines Raumschiffs. Elektrische Verteidigungsmaßnahmen. Okay, wir müssen hier hoch. Moment, da komme ich nicht hoch gerade. Was war das? Nein. Die hat mich gesehen. Wir müssen hier hoch. Okay, erstmal hier rauf. So. Jetzt hier. Gut. Immer weiter so hier. Oh, Mist. Komm schon, lass mal hier rüber. Und jetzt hier hoch. Was ist hier los? So, Tag schon. Jawohl. Das erste Ding damit wäre schon mal so gut wie ausgeschaltet. Wir wollen jetzt bloß mal noch hier die Gehirne. So, jawohl. Sehr gut. Wo ist das nächste Haus? Hier unten wäre ein Ziel. Welch ein Glück! Das müssen die Waffeningenieure sein. Die zuständigen Stellen. Töte diese Wissenschaftler. Ohne sie kann niemand mehr die Spulen reparieren. Ah, toll! Das ist wohl der Mauer! Ich möchte mich unbedingt auf Quantenmechanik spezialisieren. Perfekt! Na los, kommt alle her. So, wir machen direkt weiter zum nächsten Ort. Im Namen von Joe, ich habe ganze Dörfer in Korea niedergebrannt. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Willkommen auf dem Planeten Erde. So, da unten sind sie. Ein kleiner Pfeil! Nein! Ein außerirdischer Angriff! Moment. Pass auf, wo du langläufst. Erst einmal hier rum. Den Gefreiten fallen lassen. So. Schon. Ja, irgendwie klappt das eigentlich nicht so, was ich vorhabe. Ich will gerade irgendwie das Bonusziel probieren. Aber irgendwie gelingt es mir nicht so. Wie ich es mir vorstelle eigentlich. Nun gut, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen heilen. Pass auf, das wird jetzt erstmal wichtiger sein. Oh.
So. Hier wäre auch alles soweit geschafft, hat bloß nicht das Bonusziel. Ja, ich hoffe, wir schaffen das vielleicht noch. Mal sehen. Was? Zack, einmal hier hinter. Bam. Nochmal drauf damit. Sehr gut. Ich habe eine Kugel mit deinem Namen. Hey. Hier kommt ein Ende. So, das einmal hacken. Jawohl. Aua. Das hat weh. Aua, es tut immer noch weh. Nee, ich brauch Gehirn, ne? Komm schon, gib mir die Gehirne her. Ich brauch alle. Jawohl. Jetzt ist nur noch ein Teil übrig. Schnell, zerstöre es. Okay, ab zum letzten Teil. Das bekommen wir auch noch hin. Sagen wir hier rüber, über das Gebäude. Schaffe ich das hoch? Nein, leider nicht. Okay, dann erstmal hier drauf. Und dann geht's von hier aus hier hoch. Gut, dann geht's hier hinter. Jawoll! Das einmal hochjagen, das Geschütz. So, und hier hinten sind Roboter und so weiter. Ja, da müssen wir jetzt auch passen. Moment, ich habe einen Plan erstmal. So. Du bist verhaftet, du kleiner Freak. Zack. Und jetzt ab auf die Roboter. Komm, geh kaputt. Okay, dann machen wir es eben hier drüber. Oh, sehr schön. Ein großes, lautes Spektakel. Genau, was wir brauchen. Die Menschen sind ja doch lernfähig. Sie haben die anderen Steuerkonsolen in Bunkern versteckt. Du wirst sie mit deinem Raumschiff zerstören müssen. Tesla-Spul. Vernichte diese primitiven menschlichen Verteidigungsanlagen, Crypto. Zu schade, dass diese Tesla-Spulen nur billige Imitationen sind. Dein Raumschiff sollte ihnen standhalten können. Und ab zu den Tesla-Spulen, wie er so ganz sagt. So, zack. Her. Ja. Jawohl. So. Jawohl. Wir brauchen aber noch zwei Erfinder von den Tesla-Spulen, den wir erledigen müssen. Jawohl, noch einen. Du hast das Recht zu schweigen. Da ist er. Jawohl. Haha. Jetzt ist nur noch ein Teil übrig. Schnell, zerstöre es. Das Bonus hier haben wir. So, einmal die Brücke hier aufräumen. Ja, kommt her. Ich hab da was für euch. Bäm. Räumt immer wieder schön auf. Ah, du hast
beseitigt die Kakerlaken. Großartig. Jawohl, damit war wieder mal eine Mission erfolgreich. Und damit sollten wir jetzt auch erstmal wieder was upgraden können. Also, was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel ungebremster Wut? Ja, dein Ionendetonator, würde ich sagen. Obwohl das Raumschiff vielleicht erstmal. So. Gut. So, wir sammeln dann jetzt, würde ich sagen, erstmal wieder ein paar Sachen für ein paar Verbesserungen. Würde ich mal so sagen. Wo haben wir denn viele? Ja, eigentlich hier in der Hauptstadt. Da würde ich sagen, ab in die Hauptstadt. So, einmal schön Gehirne sammeln hier überall. Jawohl. Und alle her. So. So, und langsam auch noch Sammelobjekte hier so schauen. So. Moment. Okay. Gut, weiter geht's. Wir brauchen auf jeden Fall Gehörner. Denn ich will mich unbedingt sehr verbessern. Extraterrestrische? Also wir schauen mal hier in das Gebäude rein. Sammelobjekte, wo seid ihr? Ich glaube, dort vorne ist eins. Ich weiß nicht, schaffen wir das hier über das ganze Wasser drüber zu fliegen? Oh. Ich glaube, das wird schwer. Schon? Jawohl. Wow, das ist kein Sammelobjekt. Hier steht jemand. Ich dachte, das wäre ein Sammelobjekt, was ich gesehen habe aus der Entfernung. Okay. Gut, dann machen wir einmal hier rüber. Da drüben wird es bestimmt irgendwo ein Sammelobjekt geben. Das ist ja hier diese große militärmäßige Insel, wo wir ja nur einmal waren bei einem Auftrag und da konnten wir leider nicht alles mitnehmen, weil wir ja sonst aufgeflogen wären. Jawohl. Einmal. Sehr gut. Was ist bloß? Na, wo haben wir noch mehr? Hier. Jawohl. Du bist tot. Auf geht's. Zeig mir, was du drauf hast. Jetzt bist du dran, Kleiner. Na, was haben wir noch? Auf jeden Fall ist hier rechts von uns ein ganz schön großer Friedhof. Da gehen wir mal nicht hin. Crypto, du hast keine Erlaubnis, dich abzusetzen. Okay, hier darf ich nicht mal weitergehen. Hier endet die Map. Hier endet die Map. Tanz für mich! Los, tanz!
Na, irgendwo wird doch hier bestimmt noch was sein. Gut, wir machen jetzt erstmal wieder rüber auf die andere Seite. Ein bisschen Wasser ist gar nicht mal so schlimm, wie ich finde, eigentlich gerade hier. So ganz kurz ins Wasser kommen, ja. Klar, es fügt uns Schaden zu, aber an sich raufgehen tun wir da nicht, weil wir da eh sofort wieder hoch können. Wenn wir ganz kurz mal reingehen, dann können wir eh danach wieder sofort schweben. Es tut so weh! Hallo? Extraterrestrische! Was war das? Hat dir mal jemand gesagt, dass du wie ein grauer Pinguin aussiehst? Ekelhaft! Scheiße! So. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch erstmal. So, ab zurück zum Mutterschiff. Wir schauen einfach mal, ob wir uns jetzt irgendein Upgrade hier leisten können. Naja, irgendeins nicht. Ich möchte eigentlich schon ein, ja, wichtiges, sagen wir es mal so. Ein Upgrade für etwas, was wir auch oft nutzen oder so. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein, wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Was haben wir denn hier? Ionendetonator, den könnten wir verbessern. Beim Raumschiff. Lenkt Geschosse auf feindliche Ziele, um anstatt sie zu vernichten. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Nehmen wir das. Gut. Ja, würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt Schluss mit der Folge. Und nächste Folge machen wir dann Attack of the 50 Foot President. Ja. Lasst gerne Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.